Ja, ich mag das. Das ist so lustig. Ja, für die, die in diesen Part einschalten gerade. Wir sind gerade im vierten Part. Ich habe gesehen, dass der neue angelegt wurde. Das muss ich mir dann gleich unbedingt merken, wenn der letzte Part angelegt wird. Damit ich da ein bisschen timen kann. Eine wirkliche Chance habe ich nicht, aber ein bisschen nach Gefühl muss ich dann timen. Wir sind immer noch irgendwo im Nirgendwo. Und Pausen, Düsen hier mit 121 Stundenkilometer rum. Ein paar Sandhügelchen, Fernlicht ist an, bisschen Kamera rumgespiele. Hier, seht ihr es mal, schönes Thumbnail für die Folge. Das Nichts. Ich nenne es das Nichts, die Leere. Erinnert mich an die Star Trek Folge, also Star Trek Raumschiff Voyager, ja, da gab es zwei Folgen. Einmal die Leere, die ich übelst, ich mag die, und noch irgendeine. Wie ist jetzt die andere? Ich glaube, die mochte ich nicht so. Auf jeden Fall die Leere. Googelt mal danach. Star Trek Raumschiff Voyager, die Leere. Die Leere war mit dem Nichts, ohne Sterne, keine Planeten, kein Universum, nichts. Also was, kein Sonnensystem. So, keine Sterne, keine Planeten, kein gar nichts. Und das andere war, da wirst du irgendwie in so eine Art, ja, wie soll ich das nennen? Wie haben die das denn genannt? So lange her, dass ich das gesehen habe. Wieso ich hier Blinker setze, weiß ich nicht. Einfach nur aus Respekt für nichts. Also nicht wundern, dass ich hier kein... hier langsamer werde. Hier ist ja nichts. So eine Baustelle soll das sein. Gucken wir mal nach. Wo ist die? Ja, es wird kurviger. Okay. Können wir wieder ein bisschen abbremsen. Ja, die wurden dann irgend so eine Art... Boah, wie soll ich das... Ich kann das nicht... Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ohne Witz. Also es war keine Leere. Es war so eine Art... Kammer. Die hatte halt eine bestimmte Größe. Und aus dieser kamst du halt nicht mehr raus. Weil es quasi nur Wirbel gab, die dich hineingesogt haben. Aber bevor sie dich hineinsogen, hattest du quasi die Chance rauszukommen. Und ja, da gab es halt auch nichts, wodurch du dich quasi ernähren konntest, etc. Aber es war jetzt nicht so wie die Leere. Die Leere war einfach ein leerer Bereich im Weltraum. Ohne irgendetwas. Aber diese Kammer war halt diese Kammer. Im Weltraum, die halt irgendwie in einer anderen Dimension war oder so, keine Ahnung. Du hast die quasi nicht wirklich erfassen können, dass die da war. Im All. Aber gut, es ist Star Trek Raumschiff Voyager, es ist halt so, ne? Fantasy. So. Wir machen Haier. Einfach aus Vorsichtsmaßnahmen, ihr kennt es. Ich weiß nicht, wann wir die nächste Chance, nächste Zeit wieder dazu haben. Oder die nächste Chance dazu haben. So, unser neuer Mitarbeiter hat ein bisschen was eingenommen, das freut uns natürlich. Und wir wollen hier weg. Jetzt fahren wir noch ein bisschen am Tag. Das finde ich auch gut. Sieht man vielleicht mal ein bisschen mehr. So wie jetzt. Ja, es gibt also auch ein paar grüne Hügel. Interessant. So, schöne Beschilderung. 60 km/h. Kannst du drauf wetten, dass ich mich da nicht drauf einlasse. Mann, ist der Dude böse. Fahr den fucking 60 km/h. Ja, dann komme ich ja erst in 3 Jahren an. Also können wir 20 Parts darüber machen, wie wir hier im Nichts fahren. Ich finde es cool, hier rumzufahren. Es macht Spaß, aber jetzt konstant mit 60 Stundenkilometer müssen wir uns ja nicht antun, Leute. So, und das Schild gefällt mir schon mehr. 110. Also sieh mal einen an, es geht ja aufwärts. Und wir kriegen sogar mal ein bisschen Gegenverkehr. Hier scheint wieder ein bisschen was zu leben. Rutschgefahr. Na, glaube ich nicht. In der uns. Auf jeden Fall sind das halt, wie gesagt, meine zwei Lieblingsfolgen. Oh nee, schlechte Straßen. Hier schlechte Straßen, bitte nicht. Augen aufhalten, Leute. Ich glaube, das war das Symbol dafür. Wieso? Oh lol. Es ist 110 erlaubt und ich war wieder 123 und da war wieder irgend so ein Dreckblitzer. Ey, das ist so unfair, ne? Na gut, halten wir uns doch mal in die 110, komm. Ist ja auch schnell genug. Wenn wir schon erlaubt bekommen, so schnell zu fahren. Meine Güte. So, hier, bitteschön, 110. Und dann werden wir ausgebremst. Oh. Da willst du doch einfach nur weinen gehen. Ist übrigens der Disco-Bus. Okay, vom Disco-Bus lasse ich mich gerne ausbremsen. Ist das da vorne ein Sandhügel? Boah, sah gerade so aus.
Was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn hier ein bisschen mehr Sand auf der Straße liegen würde. Also so, du hast halt hier diese Straße und Sand ist drüber, quasi für Sandstürme. Ich habe ja auch an American Truck Simulator erwähnt, bei dem Streamer, bei dem ich das übrigens kommentiert habe. Also so meine Meinung, als ich das gesehen habe. Da habe ich so erwähnt, eigentlich müssten die bei American Truck Simulator Tornado-Warnung und Tornados einführen. Und naja, da hat der gute Herr gesagt, das wäre ein bisschen zu schwer zu programmieren. Da habe ich gesagt, naja, Tornados zu programmieren und ne, dass du, wenn du quasi in einem Kaff rumfährst und da ein Tornado drauf zudüst, das ist nicht schwer zu programmieren. Da gibt es Spiele, die sind ganz anders da programmiert und ganz komplexer programmiert. Einen läppischen Tornado zu programmieren, dass der da irgendwie rumdüst, ne? Du kannst ihn ja so programmieren, dass er quasi niemals die Häuser erwischt, also quasi Schadensmodell und sowas auslässt, sondern einfach, wenn du die Landstraßenabschnitte fährst, dass der dann da irgendwo rumspawnt und dass du dann quasi den Ingame-Radio anhast, dass die dann Radiosender sich damit partnern oder so, whatever. Und, ne, was heißt partnern? Sagen wir einfach, dass die einen Radiosender vielleicht sagen, dass die da so mehrere Tage für ein Spiel mal was programmieren sollen und du diesen Radiosender anmachen kannst und jedes Mal, wenn du ihn anhast und da kommt eine Tornado-Warnung, dass dann quasi das Spiel triggert, okay, ich spawn jetzt dort einen Tornado. Ob du da fährst oder nicht, ist egal. Du brauchst einfach nur quasi dann dieses perfekte Timing, dass du da in dem Moment fährst, wenn dort eine Tornado-Warnung rausgegeben wird. Aber das würde ich übelst feiern und das ist auch nicht schwer zu programmieren, das kann mir keiner erzählen, das ist lächerlich. Das sind einfach bestimmte Skripte, die miteinander abgespielt werden, wenn irgendwas Bestimmtes passiert. Das ist super easy und der Rest ist einfach nur Animationsprogrammierungssache. Ich weiß, dass Programmieren generell schwer ist, aber wenn du guckst, was für Spiele es gibt und wie die... Ich sag einfach nur Witcher 3. So, dann kannst du mir nicht sagen, dass ein fucking Tornado zu programmieren ist. In Amerika, wenn du American Truck Simulator hast, wenn du irgendwie durch den Kaff fährst, dass du dann da eine richtig coole, Sirenen-Sound in den Käffern halt hörst, damit du da halt schneller durchdüst. Ist doch geil. Du musst ja dann auch quasi selber aufs Navi gucken und entscheiden, okay, dort ist eine Tornado-Warnung, wie umgehe ich diesen? Das ist doch super cool. Das soll ja nicht irgendwie das Hauptding sein, versteht ihr? Das ist ja quasi nur ein Gimmick. Das kann ja selten kommen. Das soll ja nicht permanent irgendwie da sein. So, das meinen wir. Und das ist halt Schwachsinn, dass da man da sagt, das wäre zu schwer zu programmieren. Das ist ja lächerlich. Das dümmste Argument, was ich jemals gehört habe. Sorry, by the way. Aber ist so. Oh mein Gott, ein Bus überholt einen Truck. Dass ich das nochmal erlebe. Und Gegenverkehr kommt. RIP-Bus. Wenigstens sind... Oh, er schafft sogar noch. Respekt. Ich würde auch gerne an der Kröte vorbei. Das Problem ist, ich sehe gerade nichts wegen dem Hügel. Das heißt, wir müssen leider warten, bis wir an dem vorbei können. Du-du-du. Schatten sind immerhin da. Von so einem Rückspiegel etc. Sieht schön aus. Was laber ich eigentlich? Wir sind erst im vierten Part. Der fünfte kommt ja erst. Also so gesehen der sechste. Hat ja noch Zeit. Hat alles noch Zeit. War das eigentlich schlau? Ich weiß nicht. Ich sehe den Ausschlag nicht. RIP. Ich kann euch das nicht sagen. Ihr werdet es mir nie verzagen. Ach, passt nicht. Egal. Lassen wir es. Die Reime wollen heute nicht sitzen. Aber ich, das passt. Ah, schöne 74 Stundenkilometer, Leute. Ich glaube, wir fahren noch irgendwas mit 38 Stunden, 37. Wir können ja mal gucken. Kreditraten, ja, der Sound könnte auch da sein, aber wollte nicht. Wo ist denn hier? 32 Stunden noch, okay. 32 Stunden, also es geht. Wir sind schon im unteren 30er-Bereich. Der Bus... Da kommt doch Gegenverkehr, ne? Schneller! Zieh! Okay, der bleibt stehen. Aus Panik oder aus Respekt. Whatever. So, wir geben jetzt Vollgas. Wir überholen jetzt jede Made, die uns wieder in die Quere kommt. Keine Lust, hier rumzukriechen. 32 Stunden. Das, ne? Da geht ja noch mehr, wir fahren nur 114. Auf die Tube. Go, go, go. Bring mich auf meine 130. Kappa. Eigentlich nicht, ich meinte es ernst. So.
Disco-Bus am Start. Alles klar. Okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen lange, um den zu überholen. Wow, der transportiert mal einen coolen Truck. Ich glaube, ich habe gerade eben so beschlossen, dass wir doch chillen. Komm, wir chillen. Wir haben es ja nicht eilig. Ihr wisst ja noch, was ich damals gesagt habe in den Parts. Warum beeilen? Man nimmt sowieso nur den nächsten Auftrag an und ja. Spielt ja keine Rolle. Okay, es geht ums Geld, aber früher oder später hast du genug Geld in ETS 2. By the way, wir sind über 100 Parts jetzt, ne? Yay! 100 Part Hype! Also irgendwann war der, ich weiß nicht wann, aber irgendwann war der. GG! Ja. Ach ja. Leute, ich kann mich jetzt, pass auf, ich nehme jetzt meine linke Hand und schütze mit meinem Kopf ab und spiele nur mit der rechten Hand, ja? Machen wir es so. Ich kann die Kamera nicht switchen mit einer Hand. Lol, war das eine Viper? Nice, in Orange. Orange-braun. Hier kann man pennen, glaube ich. Du. Werden wir überholt? Hört sich fast so an, ne? Wieso bremst der? Da wollte uns jemand überholen, deswegen bremsen die alle. Ja, deswegen. Ich dachte schon wegen mir. Lol. Also, ich war ja nicht der, der falsch gefahren ist. Ja, komm, okay, wir fahren aber auch wirklich echt zu langsam. 68 ist ja lächerlich. Fahren wir 80, dann überholen wir den Bus. Da ist ein Flieger. Wir nähern uns am Flughafen. Yay! Lebende Zivilisation! Ein Flughafen, ein Airport. Und eine Palme sehe ich. Willst du es wieder versuchen? Du hast doch schon zweimal versucht. Du wirst doch so scheitern. Ah, okay, Glückwunsch. Diesmal nicht. Er hat es geschafft. So, wir bleiben bei 80 km/h, weil ich habe das Gefühl, dass der Bus da vorne auch nicht wirklich viel schneller fährt. Und ich habe ihn ja noch in Sicht, also von daher. Und ich habe recht, wir nähern uns einer Zivilisation. Ich hätte es nicht gedacht. Was ist es? Sind es Außerirdische? Wesen von einem anderen Stern. Dann merkt man schon, wenn du hier in der Wüste rumfährst, wirst du bekloppt, ey. Dann drehst du irgendwann am Rad. Wow, schon wieder der Flieger. Die starten in Sekundentakt. Ey, das sieht aus. Nee, okay. Doch, das sieht aus wie der Turm in Berlin. Nee. Wie irgendein Turm, den ich kenne. Den Turm kenne ich. Das ist nicht der Ginnheimer Spargel. Der sieht viel cooler aus. Außerdem hat der nicht so eine lange Stange wie das Ding. Ich sehe unser Bus nicht mehr, aber wir dürfen nur 95 fahren. Ja komm, dann fahren wir auch 95. Ist ja Blödsinn, mit 80 rumzugucken, wenn wir 95 fahren dürfen. Ach ja. Ach, kommt jetzt. Ja, wir nähern uns wieder Tunis. Okay, jetzt dürfen wir nur noch 70 fahren. RIP. Eine Ampel? Hier ist eine Ampel. Wow, wir müssen stehen bleiben. RIP! Alles klar? Stimmt ja, die Brücke kommt ja noch mit dem Wasserweg. Da war ja was. Viel Spaß beim Stehen. Sind nur drei Busse, die auf der anderen Seite. Ja, alles klar, der fährt einfach vor. Okay. Mach ich nächstes Mal auch. Was der kann, kann ich auch. Ja, Tunis, hier waren wir schon mal. Hier haben wir eine Fracht abgeliefert. Deswegen, wir wissen ja, dass hier der Airport ist und alles andere. Diesmal kommen wir aber nicht über den Hafen. Sondern von anderswo. Genau, das ist dieser Französische, wie ich es nenne, der französische Schnellzug. Optisch gesehen sieht er zumindest so aus. Oh, wow, da wird es aber auf einmal ziemlich dunkel. Da. Wir fahren einfach einmal durch Tunis durch. Hoffentlich sind die Ampeln gnädig zu uns. Fände ich übelst cool. Und Courage. Hallo Tunis, hier haben wir unseren Fehlkauf gemacht von unserem DAF. Also hier haben wir den quasi geupgradet, obwohl wir das gar nicht wollten. Deswegen kommt mir diese Gegend noch sehr, sehr bekannt vor.
Ist die Ampel rot? Ich glaube, die ist rot. Ja, das Rot sieht man von Weitem. Leider.